Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Shorty. Wir spielen heute 60 Seconds, ein Spiel, in dem es im Groben und Ganzen darum geht, dass man jetzt 60 Sekunden um Zeit hat, sich Vorräte einzusammeln und dann so lange wie möglich in einem Bunker überleben muss, und wir schauen mal, wie lange wir das schaffen. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und viel Spaß beim Zuschauen. So, wir sind also dieser stabil gebaute Mann hier und gleich geht es los und dann müssen wir Vorräte einsammeln. Am besten nehmen wir unsere Familie mit, das ist immer ganz gut, denke ich. Und vielleicht noch finden wir was zu trinken, was zu essen, das wäre super. Jetzt laufen wir los, Alter! Komm her! Ja, du dickes Kind! Das mich ich ja. Okay, wir haben immer nur 4 Plätze zum Mitnehmen frei und müssen das dann zum Bunker bringen. Hier ist noch was zu trinken, das hätte ich gern. Und da ist noch das andere Kind, komm her! Dann haben wir hier noch irgendwas Tolles, ein Gewehr. Können wir das Gewehr mitnehmen, bitte? Nein! Das können wir nicht mitnehmen. Scheiße. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Suppe. Suppe ist immer gut. Damit können wir lecker schlemmen, ein leckeres Dinner veranstalten mit unserer Frau. Den Koffer brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Das Schachbrett können wir mitnehmen. Die Maske. Gib mir die Maske. Henry. Da ist noch ein Koffer. Hält 2 Plätze ein. Oh Gott. Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wo ist denn die letzte Person, die wir noch mitnehmen müssen? Wo ist denn unsere alte Frau? Frau? Weib? Hä, wo ist sie? Ich finde sie nicht. Da steht sie doof rum. Komm her, Weib. Komm her, Weib. Und das noch, ja. Und vielleicht hier noch was zu trinken. Oh Gott, wir müssen zum Bunker, wir müssen zum Bunker. Komm schon. In den Koffer. Und ab da. Ja. Tag 1. Wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Danach kam es zur Explosion. Wir hatten Glück. Es wird klappen. Wir sind alle am Leben und können zusammen weitermachen. Wir haben gehört, dass die Dosensuppe schmackhaft und nahrhaft ist. Na klar, was sonst? Wir können uns nicht mehr daran erinnern, diese Gegenstände in dem Bunker irgendwann gelassen zu haben. Komisches Deutsch, aber sonst alles klar, alles klar. Aber wir werden uns mit Sicherheit nicht darüber beschweren. Okay. Wir hätten hier sowieso am Hamstern sollen. Etwas Hamstern sollen. Okay, Alter. Ein Schloss kriegen wir dazu und eine Taschenlampe. Cool. Wir haben reichlich Wasser, deshalb müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Okay, cool. Freue ich mich sehr. Tag 1. Zeit, die Reserven zu rationieren. Und ich habe mitgekriegt, dass man nur alle 5 Tage dem was zu essen und zu trinken geben muss. Außer sie waren draußen. Das heißt, wir geben jetzt erstmal gar nichts. Wir haben immer von einer Party mit einer großen Torte geträumt. Aus irgendeinem Grund hat das niemals geklappt. Einmal wurde uns eine wunderschöne Torte versprochen. Leider wurden wir belogen. Oh, es ist so traurig. Tag 2. Aber vorerst lassen wir lieber all diese Fragen bis auf Weiteres. Ich nehme an, das hat auch was mit der Torte zu tun. Essen und Trinken bekommt ihr immer noch nicht. Jo. Und wir können jemanden rausschicken. Das ist super. Das machen wir auch sogleich. Unser Mülleimer wird immer ekelhafter. Die gute Nachricht ist, dass wir den Appetit verlieren, wenn wir ihn angucken. Wir sparen also am Essen. Okay. Trotz aller offensichtlichen Vorteile dieser Situation möchten wir ein bisschen aufräumen. Unsere Beweggründe sind zu groß gewachsene und grün gewordene Kakerlaken. Und wir haben nichts zu machen. Ah, oh scheiße. Tag 3. Scheiße, guckt mal, wie groß dieses Etwas ist. Und dort läuft ein nächster, noch größerer Kakerlaken-Invasion. Wir sind verloren. Da, Igitt. Wo ist das? Tja, Tag 3 und ihr bekommt immer noch nichts. Okay, jetzt können wir jemanden hier rausschicken. Jetzt können wir uns aussuchen, wen wir nehmen. Mal den Jungen hier, der sowieso nichts kann. Und du kannst einfach... Ach, weißt du, nimm die Gasmaske mit. Oh, nimm doch die Gasmaske mit, ja. Tag 4. So, Bob ist weg und damit können wir eigentlich hier weitermachen. Mary Jane fällt immer in Ohnmacht. Wir müssen für sie sofort etwas zu trinken finden. Nein! Tag 4? Morgen bekommt ihr was. Morgen dann, morgen. Das ist ein Wahnsinn. Wir finden die Spinnen überall. Sie sind in unserer Suppe. Sie sind in unserem Wasser. Wir können schwören, dass sie wieder zurückkommen. Und jedes Mal sind sie größer als vorher. So kann es nicht länger gehen. Jetzt wird es Zeit, den Spinnen den Krieg zu erklären. Aber ich kann doch nicht mein Medizinschränkchen dafür opfern, oder? Ach, scheiß drauf. Tag 5. Elfriede, geht's dir gut? Oder vielleicht, es gibt keine Spinnen und die sind nur das Ergebnis unserer Massenhalluzination. Ein paar Tabletten sollten helfen. Wer hätte das gedacht? Die Tabletten haben geholfen. Keine Spinnen mehr. Das Problem ist gelöst. Wuhu, cool. Mary Jane bleibt gut gelaunt. Okay, jetzt bekommt ihr Essen und Trinken.
Merkwürdig, es wirkt so, als ob der ganze Bunker sich alle paar Minuten bewegen würde. Es wird jedes Mal ein bisschen stärker. Jetzt kommt es wieder. Und das ist sehr schlimm. Das ist ein Erdbeben. Haltet euch an etwas fest. Nein. Tag 6. Ich mag, wie sie aussieht. Irgendwie sexy. Was für ein Durcheinander. Es sind so viele Gegenstände beschädigt, dass wir keine Ahnung haben, wo wir anfangen sollen. Wenigstens ist der Bunker unbeschädigt und die Decke ist uns nicht auf den Kopf gefallen. Was für eine Erleichterung. Und nein, die Taschenlampe ist kaputt. Heißt das, wir hätten sie eben retten können? Stand das nicht richtig da oder bin ich dumm? Oh, ihr bekommt wieder nix. Wir haben letztens eine Lektion erteilt bekommen. Wenn du gegen ein paar Kakerlaken nichts unternimmst, wird eine ganze Armee bei dir einziehen. Keine angenehme Situation. Wenn wir uns nicht etwas einfallen lassen, werden wir bald leuchten wie sie. Aber ich hab nichts. Ich hab doch nichts. Mary Jane ist so geil. Tag 7. Unsere Zeit wird bald kommen, aber vorerst müssen wir die gegenwärtige Wohnsituation akzeptieren. Sie sind hier und wir auch. Es gibt nichts zu nörgeln. Letztendlich sind das nur Kakerlaken. Das ist richtig. Ihr bekommt immer noch nichts. Wir sind auf die Idee gekommen, unsere eigene Bunker-Theatergruppe zu gründen. Sie heißt Donnerkuppel. Okay. Tag 8. Und da ist das Bob wieder. Bob ist zurück. Bob! Wir haben Shuttle im Fluss gespielt. 3 Minuten lang hat es uns riesigen Spaß gemacht. Danach haben wir aber aufgehört zu spielen, weil uns nur noch nach dem Buchstaben W gefragt haben. Timmy hat eine Suppe mitgebracht, 2 Wasser und einen Boy Scout. Das ist gut. Eine Karte und die Gasmaske ist leider weg. Na gut. Aber das ist super. Und ich glaube, der braucht jetzt was zu essen. Ja, und wir machen wieder eine Expedition, sobald es geht. Was für ein Geräusch ist das? Ein galoppierendes Pferd? Wir sind zur Tür geeilt und haben 2 Männer erblickt, die so gekleidet waren, als ob sie von einem Mittelaltermarkt gekommen wären. Wir identifizierten die Geräuschquelle. Einer von ihnen hat 2 Steine gehalten, die er immer wieder gegeneinander schlug, während der andere hüpfte und so tat, als ob er Reiter wäre. Okay. Sie haben uns gesagt, dass sie nach einem antiken Kelch suchten, sich aber verlaufen haben und äußerst dankbar wären, wenn wir ihnen erlauben würden, einen Blick auf unsere Karte zu werfen wahrscheinlich. Machen wir natürlich. Tag 9. Allen geht es gut, besonders ihr. Sie schienen freundlich zu sein, also ließen wir sie auf unsere Landkarte schauen. Sie haben sich bei uns bedankt und uns einige Vorräte im Umtausch angeboten. Oh, wir haben Munition bekommen, wie gut, Alter. So, ihr bekommt immer noch nix. Und du gehst als nächstes raus und du kannst gerne die Karte mitnehmen. Tag 10. Mabel Chain ist nach draußen gegangen mit der Karte. Das ist gut. Jetzt bekommen alle Essen und Trinken. Die Regierung ist unsere einzige Chance, aus dieser Hölle gerettet zu werden. Man kann über sie klagen, aber das ist typisch für Nörgler und Kommunisten. Wir sind anständige Bürger und pflichtbewusste Steuerzahler. Deshalb sind wir ganz sicher, dass Onkel Sam uns retten wird. Naja, ich wäre mir da nicht so sicher. Wir haben auch kein Radio zum Hören, von daher... Tag 11. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf dem Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Eine Alternative wäre sorgenlose Spaziergänge an der radioaktiven Oberfläche in der Hoffnung, dass jemand um die Ecke kommt und uns rettet. Die erste Option klingt vernünftiger. Aber wir haben kein Radio. Eine Gruppe von Ärzten hat heute an unsere Türe geklopft und uns um etwas gebeten, womit sie ihre Verbandskästen nachfüllen könnten. Wir haben gar nicht daran gezweifelt, dass sie ihren Job ernst nehmen. Sie hatten Laborkittel an und alles. Sollten wir ihnen helfen? Na klar, Alter. Tag 12. Eine Flasche von relativ sauberem Wasser ist das, was dem Wasserstoffperoxid am nächsten kommt. Die Gäste waren sowieso dankbar. Ein Wasser weg. Na gut. Draußen ist eine gefährliche und bis an die Zähne bewaffnete Frau. Zum Glück ist ihre Munition alle. Sie stellt sich als Jägerin vor und behauptet, dass sie in der Gegend krassierte, mutierte Spinnen verfolgt. Okay, krassierende. Ach, krassierende. Ah, okay. Wenn wir so nett wären und ihr ein bisschen Munition leihen würden, dann revanchiert sie sich bei uns irgendwie gerne in Zukunft. Na klar, die wird uns doch nicht alle umbringen? Tag 13. Hey, na, du Süße. Sie hätte uns leid antun können, aber sie hat es doch nicht getan. Wir haben es zu schätzen gewusst und ihre Ersatzmunition geschenkt. Mal sehen, ob sie ihr Wort hält. Ja, die Karte ist wieder da. 2 Suppen hat sie mitgebracht. Ach, gutes Mädchen. Ansonsten leider nix. Schade eigentlich, aber sie kriegt jetzt erstmal was zu trinken und zu essen. Klingeling, klingeling. Wir haben gedacht, dass wir nie wieder eine Telefonklingel hören werden, aber dann plötzlich haben wir ein Klingeln des Telefons irgendwo von draußen gehört.
Wir haben gedacht, es musste die Telefonzelle auf der anderen Seite der Straße sein. Wen sollten wir hinschicken, der an das Telefon rangeht? Sie. Tag 14. Wir sind ans Telefon rangegangen und konnten ein erleichterndes Aufatmen der Anrufer hören. Sie haben sich als die Überlebende aus der Nachbarstadt Hill Valley vorgestellt. Nach einem kurzen Informationsaustausch war die Leitung tot. Auf ihrer Seite musste etwas kaputt gegangen sein. Wir hoffen, sie ruft uns wieder an. Ansonsten ist nichts passiert. Und ihr bekommt alle nichts. Und wir können wieder jemanden nach draußen schicken. Juhu! Tag 15. Heute bekommt ihr alle was zu trinken und zu essen. Mary Jane kommt raus. Und du nimmst wieder die Karte mit. Oder den Koffer, den Koffer. Du kannst den Koffer mitnehmen. Und los geht's. Tag 16. Mary Jane ist nach draußen gegangen mit dem Koffer. Na gut. Ihr bekommt alle wie immer nichts. Wir haben letztens eine Lektion erteilt bekommen. Wenn du gegen ein paar Kakerlaken nichts unternimmst, bla bla bla. Diesmal haben wir ja was und das machen wir auch. Tag 17. Wir haben diese listigen Kakerlaken geschlagen und sie verbannt. Ihre Nester gehören jetzt uns. Sie haben eine Lektion für das Leben erteilt bekommen. Super Arbeit, Leute! Dafür bekommt ihr auch nichts. Entweder werden wir hier in diesem kleinen jämmerlichen Bunker hocken oder wir beginnen Pläne zu schmieden, wie wir aus diesen radioaktiven Ödlern fliehen können. Ob das eine gute Idee ist, Alter? Wir haben auch kein Radio. Ach, Mann. Tag 18. Sofern wir mit den Katastrophenwarnungen auf den Laufenden sein wollten, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Aber es geht doch nicht, Leute. Das Einzige, was ich Ted wünscht, sind ein paar Tropfen Wasser. Ihr kriegt aber nichts. Zum Teufel. Gerade haben wir uns daran erinnert, dass wir in 2 Monaten eine Reise in den Süden geplant haben. Wenn dort noch nicht alles zerstört wurde, dann ist der Ausflug immer noch aktuell, oder? Ja. Tag 19. Hallo. Wir werden bestimmt zurechtkommen, selbst in Toronto. Die Frage ist nur, wie wir in ein Boot kommen sollen, um dorthin zu gelangen. Es ist angeblich der beste Weg, um nach Europa zu gelangen. Okay. Für den Koffer wird er mitgebracht, ansonsten aber irgendwie eine Axt und eine Gasmaske. Na gut, dann bekommt sie erstmal Essen und Trinken. Es gibt nie zu viele Vorräte und als wir vom letzten Trip ins Ödland zurückgekehrt sind, haben wir unweit einen mit Schutt zugeschütteten kaputten Panzer gefunden. Wieso schicken wir nicht jemanden, um das Fahrzeug zu durchsuchen? Das darfst du machen, du bist dünn. Tag 20. Tja, also, okay, war nicht so erfolgreich. Eine Explosion war wohl die letzte Sache, die wir erwartet haben. Wir haben in alle Richtungen fliegende Splitter und die Schuttgeräusche gehört, die gegen die jämmerlichen Reste unseres Häuschens geschlagen haben. Jemand hat wahrscheinlich an dem beschädigten Panzer eine Falle mit Sprengstoff eingerichtet. Wieso haben wir uns dafür entschieden? Wieso? Mary Jane ist ziemlich hungrig. Okay. Da. Esset und trinket, meine Kinder. Und wir werden wieder jemand nach draußen schicken. Wir hatten den Eindruck, dass wir alle unsere Klamotten bereits ein paar Mal durchgesucht haben, aber Mary Jane hat etwas bemerkt, was wir alle übersehen haben. Ein Samenkörnchen. Ein Samenkörnchen aus dem Pflanzenwachsen. Wir sollten jetzt Pflanzen anschauen, was passiert. Aber wir brauchen eine Wasserflasche, um es zu gießen. Sollen wir es verwenden? Ja. Tag 21. Komme, was da wolle. Der Erdboden, das Körnchen, das Wasser. In ein paar Tagen sehen wir, was kommt. Lass uns hoffen, dass nichts Blödes daraus wächst. Mary Jane ist total optimistisch. Eine Flasche Wasser weg. Tja, ihr bekommt wie immer nix. Mary Jane geht raus und diesmal nimmst du die Gasmaske mit. Die brauchst du nicht. Die Karte. Tag 22. Nein! Warum? Warum? Oh Gott. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Je schneller sie zurück ist, umso besser. Ja, mit der Karte, okay. Ihr bekommt nix. Mutierte Nagetiere greifen unsere Vorräte an. Wir sind uns nicht sicher, ob das Ratten, wilde Kaninchen oder nur mutierte Hamster sind. Egal was es ist schlimm. Dann werden wir sie mit Äxten bekämpfen. Easy. Tag 23. Unsere Dosen sind sicher. Der zottelige Mutant hat Pech. Wir sind wohl immer noch an der Spitze der Nahrungskette. Prima. Ja. Aber zu essen bekommt ihr deswegen trotzdem nichts. Und trinken haben wir eh keins mehr, oh Gott. Wir haben kein Trinken mehr. Als wir heute Morgen die Bunkertür aufgemacht haben, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, haben wir davor einen kleinen Koffer gefunden. Er war nicht beschriftet und die Umgebung schien leer zu sein. Sollen wir reingucken? Klar, unbemannte Koffer sind immer gut. Tag 24.
Wir haben gehofft, dass dies ein schöner Blumenstrauß oder vielleicht ein Paket mit ausgezeichneten belgischen Pralinen ist, aber offensichtlich kann man nicht alles haben. Wir werden diese gefundenen Sachen auch so gut verwenden. Ein Radio. Saugut, Alter. Ihr bekommt nix. Die Regierung ist unsere einzige Chance, aus dieser Hölle gerettet zu werden. Ja, das haben wir schon mal gelesen und diesmal können wir Radio hören. Geil! Tag 25. Wir haben es gewusst. Die Regierung wurde nicht gestürzt und wird uns retten. In der Radiosendung ist kein Datum angegeben worden, aber es ist sicher, dass sie uns nicht lange uns selbst überlassen werden. Okay. Sie haben versprochen, uns innerhalb von ein paar Tagen wieder zu kontaktieren. Es bleibt uns nur auf die Regierung zu vertrauen und auf Anweisungen zu warten. Ja, aber ihr werdet vorher sterben. Denn wir haben kein Wasser mehr, Leute. Tja, dann gute Nacht, Alter. Ihr Narren, ihr habt alles in die Luft gesprengt. Geht alle zum Teufel. Genau das hätten wir unseren Nachbarn sagen sollen, als sie vor einem Jahr ihr Grill in die Luft gejagt haben. Warum machen die das? Ende. Nein! Mary Jane ist zurück. Von dem, wie wir das heute gestalten, hängt unser Morgen ab. Lasst uns also etwas anstrengen. Ja, das Schloss ist jetzt zwar weg, aber ich meine, gut, nützt uns jetzt eh nichts mehr. Mary Jane bringt jetzt nochmal eine Suppe mit. Und was zu trinken. Super, und Munition auch. Und eine ganze Taschenlampe bringt sie mit. Aber da können wir jetzt leider nicht mehr viel mitmachen. Scheiße. Ihr seid gestorben. Tja, meine lieben Freunde, das war's von 60 Seconds. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr lasst dem Video eine Bewertung da. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schreibt's gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und einen schönen Tag noch. Ciao.